Hallo und herzlich willkommen zu dieser schönen Radtour am Möhnesee. Ja, auf der Karte könnt ihr sehen, wie unser Tourenverlauf war. 48 Kilometer Rundkurs, Start und Ziel links auf der Karte zu sehen, am Torhaus, am alten Torhaus am Möhnesee. Ja, wir sind gegen den Uhrzeigersinn über Warstein-Belecke und wie ihr auf der Karte seht, oben im Norden auf der Bahntrasse wieder zurückgeradelt. So, hier am Torhaus ist ein schöner Parkplatz. Von dort aus sind wir gestartet. Ja, und direkt am Anfang habe ich euch mal nicht direkt mit deinem Zeitraffer-Modus ausgestattet, damit ihr mal hören könnt, wie schön ruhig das hier ist. Ja, man hört sogar dieses Pedelec, den Motor von In unseren 60 Rädern. Metern geradeaus auf Seeweg. Ja, und so hört sich das Komoot-Navigationssystem an. Die nette Stimme, die uns auf diesem Kurs begleitet. Ja, mit Sicherheit ist es jetzt hier nicht so, sagen wir mal, grundlegend wichtig, dass den Komoot-Kurs ab Belecke zurück auf der Bahntrasse unbedingt im Blick zu haben oder sich navigieren zu lassen. Hier am Anfang ist es auch nicht ganz so wichtig, aber später dann doch in dem Arnsberger Wald ist es dann doch etwas wichtiger. Und es gibt da doch einige Waldwege, die man ja so nicht direkt immer an den Gabelungen oder Kreuzungen überschauen kann. Und da ist es schon ganz gut, wenn man dann doch mal eben auf Komoot drauf gucken kann. Ja, wie ihr wisst, ne, es handelt sich hier um ein 360-Grad-Video. Ihr könnt im YouTube in der Ansicht mit der linken Maustaste auf das Video klicken und dann festhalten und dann könnt ihr mit der Maus das Bild nach allen Richtungen bewegen, nach oben oder unten, könnt euch den Himmel anschauen, könnt euch mich anschauen. Ja, hier habe ich jetzt mal den Ton etwas lauter gelassen, auch wenn es jetzt ein bisschen im Zeitraffer-Modus ist, aber ich denke, ihr hört es. Nach wenigen Metern war dann der Weg doch etwas holprig. Ihr seht ja, ne, das ist noch ein ursprünglicher Teerbelag. Aber es knirscht und rappelt doch ganz schön. Ja, wohl dem, der ein gefedertes Fahrrad hat. Beziehungsweise, ja, ein Fahrrad mit zumindest einem gefederten, gut gefederten Sattel. Aber das ist noch nicht unbedingt das schlimmste Teilstück. Wobei viel schlimmer wird es nicht mehr. Ja, ihr seht, hier sind auch schon ein paar Pfützen zu sehen. Wir haben diese Tour übrigens am, muss ich mal gerade nachgucken, damit ich nichts falsch sage, am Sonntag, dem 21.06. geradelt. Ja, und ich glaube, an dem Mittwoch davor gab es einige Regenschauer. Und deshalb gibt es auch einige Pfützen. Hier jetzt am Anfang noch nicht so dolle zu sehen, aber ihr werdet noch mitbekommen, später wird das noch ein bisschen mehr. Ja, wir erreichen jetzt hier schon mal eine kleine Siedlung. Fragt mich jetzt nicht, wie die heißt. Sankt Meinolf heißt es hier oder hieß diese Ecke. Ja, was ist noch statistisch zu erwähnen zu der Radtour? Ja, wie schon eingeblendet am Anfang, 48 Kilometer roundabout waren es. Und ja, laut Komoot waren das 3,13 bzw. 3 Stunden und 13 Minuten.
Und es ging 410 Meter rauf und 410 Meter runter. Laut Komoot, ihr werdet ja den Link finden in YouTube, den habe ich euch natürlich, beziehungsweise werde ich dann entsprechend einfügen. Da könnt ihr euch dann die Daten anschauen in Komoot. Ja, also laut den Komoot-Angaben war das reine Fahrzeit von gut 3 Stunden. Ich glaube, bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit, hier sehe ich es gerade, von 14,4 Kilometer. Der höchste Punkt war 397 Meter und der niedrigste Punkt 219. Also das waren dann doch schon so roundabout 180 Höhenmeter. Ja, was da so gerade geraschelt hat, das war mein Gimbal von Feio für die Kamera, der Stabilisator, der also die dafür sorgt, dass das Bild nicht so sehr verwackelt ist. Ja, hier links kann man schön parken, wie ihr seht. Also wenn ihr noch einen schönen Parkplatz sucht, das Tor am alten Torhaus, da ist immer recht viel los. Jetzt gleich kommt auch mal der Originalton für euch. In 110 Metern links auf Weg. Hier, Frankies Hütte. Hast du Durst? Ja, ich habe mal für euch kurz den Originalton, den O-Ton eingespielt. So, wir sind jetzt hier wieder links abgebogen. Ihr könnt natürlich auch auf der Straße weiter geradeaus fahren und ja, dann kommt ihr auch gleich da aus, wo wir sonst normalerweise auch auskommen. Allerdings, ja, wie gesagt, ne, kommt man halt hier, wie ich finde, in einer deutlich besseren Umgebung, die angenehmer ist und waldbestandener ist, ist es doch ein bisschen angenehmer, lang zu radeln, finde ich. Der Weg, auf dem wir uns jetzt natürlich aktuell befinden, ist, wie ihr selber sehen könnt, natürlich jetzt deutlich schlechter, wenn man das jetzt mal an einem Asphaltboden misst. Nichtsdestotrotz, wir haben ja keine Mountainfahrräder oder Gravelräder, wie heutzutage der neumodische Begriff für diese doch sehr breitreifen bestückten Fahrräder ist, die mit sehr groben Stollen ausgestattet ist. Aber das macht nichts. Man kann auch mit diesen Reifen und Stadträdern kann man die Tour ganz gut machen. Ja, wie ich schon, glaube ich, mal erwähnt habe, wir haben die Tour am 21.06., also Juni, gemacht. Und da rechts seht ihr schon die etwas größeren Pfützen. Wie schon gesagt, ich glaube, 2-3 Tage vorher hat es ergiebig geregnet. Und anscheinend fließt das hier aber auch nicht so gut ab. Und deshalb stehen hier in dem Waldboden auch mal die ein oder andere Pfütze. Ja, das wird dann auch noch mal ein bisschen größer. Ja, und die machen Kneipptour da, guck. Kann man auch machen, ne? Aber ich würde es nicht tun. Wer weiß, wie viele Bierflaschen da schon drin liegen. Ja, das war noch mal wieder der O-Ton an dieser Stelle hier an der Brücke. Und zwar wollte ich mir mal das Landgasthaus Tackenberg anschauen. Wie ihr seht, das sieht ganz nett aus. Du hast die Tour verlassen. Es besteht keine Internetverbindung zum Umplanen. Wirf einen Blick auf die Karte. Ja, Komoot hat sich auch mal wieder zu Wort gemeldet. Hier mal ein Blick in den schönen... Die Tour liegt hinter dir in 120 Metern. Ja, danke auch für die Info. Ja, da war ein schöner Blick in den schönen Biergarten von dem Landgasthaus Tackenberg. Ja, ich wollte mir das mal so ein bisschen merken, damit ich vielleicht, wenn man die Tour mal andersrum plant, dann zum Kaffee. Aber, naja, ob man dann
am Torhaus 10 Minuten rumsucht oder 10 Minuten länger fährt und direkt einen Parkplatz hat. Ne? Und der war jetzt auch noch schön schattig. Ne? Ja. Der Tour. Die Navigation wird fortgesetzt. Ja, das ist ja schön, wenn die Navigation fortgesetzt wird. Ja, ich spiele euch immer mal so ein bisschen zwischendurch den O-Ton ein. An diesem Landgasthaus Tackenberg war ein schöner Wanderparkplatz. Ihr könnt euch das ja anschauen, könnt ja nochmal zurückspulen, könnt euch das anschauen. Wie gesagt, ist ja ein 360-Grad-Video. Sehr schöner Parkplatz. Am Torhaus, wie gesagt, ist sehr viel Betrieb und wenn man Pech hat, also muss man schon mal ein paar Minuten warten, ist da eigentlich ein ständiges Kommen und Gehen. Aber man bekommt nicht immer sonntags um die beste Mittagszeit dort schnell einen Parkplatz. Ja, wir starten ja unsere Touren immer so um die Mittagszeit. Das hat so ein bisschen seine Gründe, weil meine Frau natürlich berufstätig ist. Gut, sind andere auch, aber sie geht ganz gerne dann auch noch mit den Tierheimhunden und in ihrer Freizeit engagiert sie sich dort und deswegen können wir dann meistens erst so gegen 10:30, 11 Uhr mit dem PKW starten und unseren Ausgangspunkt für unsere Radtour anfahren. Und meistens machen wir so einen Aktionsradius. Ja, hier sind jetzt die ersten größeren Pfützen. Nicht gerade sehr schön, wenn man, wie ich, die Fahrräder gerade erst geputzt hat. Also wie gesagt, deswegen haben wir immer so einen Aktionsanfahrradius von ungefähr 100 Kilometern, also circa eine gute Stunde mit dem Auto von unserem Wohnort aus. Und da kann man in Nordrhein-Westfalen immer ganz tolle Gebiete anfahren, in denen man ganz toll Radfahren kann. Sehr viele Naturgebiete, Naturschutzgebiete. Oder eben halt auch Bahntrassen etc. Ja, hier mal wieder eine größere Pfütze. Ich fahre da immer ein bisschen langsam durch. Wie gesagt, ich habe da erst ein paar Tage vorher die Fahrräder richtig gut geputzt und natürlich auch die Pflege gemacht, Kette sauber gemacht, Kette geölt. Bei meiner Frau, das Fahrrad, habe ich auch die Kette nachgespannt, indem man das Hinterrad nach hinten schiebt. Muss halt auch mal sein. Ja, sie hat schon ein bisschen rostige Kette, habe ich gesehen bei der Gelegenheit. Aber na gut, sie tut's noch. Und man sollte natürlich immer mal schauen, gerade beim Putzen. Also ich habe es diesmal mit Silikon geputzt, das Fahrrad, Silikonspray. Kriegt man natürlich wo sonst im Internet ganz relativ günstig. Nachdem ich wieder zu Hause war, habe ich dann in der Garage noch mal kurz die Räder begutachtet mit den ganzen Pfützenwasser, Spritzern. Und ich muss sagen, ich hatte noch einen alten Lappen in der Garage, habe ich dann mal grob abgeputzt. Das ging ganz gut ab, ne? Also im Gegensatz dazu, wenn man die nicht mit diesem Silikonöl geputzt hat, dann trocknet der Knast da richtig ein und man muss da schon ordentlich putzen. Ne, so ging es ganz einfach ab mit einem groben, beziehungsweise mit einem einfachen Putzlappen. Habe ich dann mal grob drüber gewischt, war super. Ging ganz prima leicht ab. Ja, ihr seht hier, ne, die der Belag im Arnsberger Wald hier ist schon ein bisschen, ja, sehr unterschiedlich. Von grob schotterig bis hier mal eine Stelle mit Asphalt. Also es gibt natürlich auch immer noch so ein paar Wege, die dann auch, selbst in Google Maps, wenn man in der Legende anklickt Fahrradwege, dann erscheinen ja die grünen Linien. Und die grünen Linien, entweder durchgehende Linien, sind natürlich super. Das sind reine Fahrradwege. Hier auch wieder eine größere Pfützenansammlung. Solange man irgendwie noch immer links oder rechts oder drumrum fahren kann, oder mittendurch, geht das immer noch.
kann man die ganzen Fahrradwege gut erkennen, gestrichelte Linien. Oft sind auch ganz durchgezogene Linien ehemalige Bahntrassen, aber manchmal eben halt auch nur parallel neben der Straße verlaufenden. Ja, hier ist doch mal wieder eine schöne Pfütze. Wie gesagt, auch manchmal direkt neben einer Hauptstraße oder Landstraße eine dicke, fette, grüne, durchgehende Linie, wobei dann natürlich nur links oder rechts neben der Landstraße ein separater Radweg verläuft. Das finde ich natürlich nicht so schön. Ihr wisst ja, für uns ist der Weg das Ziel. Und deshalb habe ich keine Lust an der Straße zu fahren, wo die Autos viel Lärm und Krach und Gestank produzieren. Denn in meiner Freizeit, ihr wisst ja, bin ich Fan von viel guter Natur, Luft und Ruhe. Und deswegen, das ist nichts für mich. Man kann da zwar mal so ein kurzes Stückchen überbrücken, aber das darf nicht der Hauptteil der Tour ausmachen. So ein Radweg von mehreren Kilometern da, 5, 6 oder 8 Kilometer da neben einer blöden Straße lang. Und vor allen Dingen am Wochenende nicht, ne, weil dann meistens sehr viele Motorräder unterwegs sind. Werden wir hier übrigens nachher auch noch ein schönes Beispiel, werde ich euch hier einspielen bzw. begegnen auf dieser Tour. Mit schön lauten Motorrädern. Ja, das ist natürlich sehr schade. Ja, wie gesagt, wir sind hier übrigens immer unterwegs, parallel zu dem Bächlein oder Flüsschen. Ja, ich würde eher Bächlein sagen, als denn Flüsschen. Namens Hefe. H-E-V-E geschrieben, die Hefe. Ist also ein Zulauf für die Möhnetalsperre. Und ja, was kann man zu der Möhnetalsperre sagen? Die in puncto Natur und Umwelt, der Möhnesee ist als europäische Vogelschutzgebiet, Möhnesee im Schutzgebietsystem Natura 2000 der EU ausgewiesen. So steht es zumindest hier bei Wikipedia. Ich lese euch da immer mal so ein paar Sachen vor. Ja, wie ihr gesehen habt, hier der Weg ist noch ein bisschen trickiger. Aber man kann das fahren, ne? Also das ist jetzt nicht, wie gesagt, auch ohne Mountainbike oder Gravelbike oder Gravelbike, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Also auf der letzten Tour, die ihr hier auch euch anschauen könnt, im Grenzgebiet zwischen Nordrhein-Westfalen und Limburg, im Demainweg, zumindest auf der deutschen Seite, da hatte ich also so richtigen Kies, grobkörnigen Kies da. Das kam überhaupt nicht so wirklich gut, ne? Das hat gerappelt, geknirscht und Geräusche gemacht, also ganz fürchterlich. Also hier, das geht noch. Also wie gesagt, da auf der letzten Tour, das war noch deutlich schlimmer. Ich habe, wie gesagt, ja auch immer so ein bisschen, auch wenn es ein bisschen zeitraffermäßig ist, ich habe, wie gesagt, auch das auf Anregungen von euch extra berücksichtigt, nicht mehr in der Schnelligkeit oder in der Intention den Zeitraffer, wie ich ihn sonst hatte. Weil viele finden das einfach zu schnell. Ich weiß, einige Leute benutzen das vielleicht auch als Trainingseinheit, sich einzuspielen auf dem Fahrradtrainer, ne? Zu Hause im Keller oder was weiß ich. Gut, ist ja dafür auch okay. Jetzt kommen wir übrigens an eine interessante Stelle. Ja, das ist nämlich eine Brücke oder eine Durchfahrt durch die Hefe. Also ihr könnt da links lang fahren. Hat übrigens auch einer gemacht, als ich dann auf der anderen Seite angekommen war. Werde ich euch nachher noch einspielen.
Ja, für mich ist das immer ein bisschen anstrengend, unsere schweren KTM-Räder dann über solche Brücken zu hieven. Besonders ist das immer schön und lustig, wenn ich dann an kaputten Aufzügen, an Bahnsteigen ankomme. Ja, so ist das halt, ne? Wenn man ein bisschen älter ist, kommt man da ein bisschen schneller aus der Puste. Ja, hier muss ich zurückgehen. Muss nochmal das Fahrrad von meiner Frau holen. Das muss ja auch hier rüber. Sie hat sich auch nicht getraut, da durchzufahren. Das ist übrigens hier diese Wasserdurchfahrt, mit dem, wo der Förster wahrscheinlich durchfährt mit dem Auto. Kann man auch mit dem Fahrrad durchfahren. Also ist eigentlich relativ flach. Aber ich hatte da auch nicht wirklich Lust zu. Ne, man weiß nicht, wie viel und wie weit das einmal steht. Geduscht. Genau. Einmal sauber gemacht. Genau. Ja, der so. Kollege hier ist mit dem Fahrrad einfach durchgefahren. Die meisten trauen sich nicht. Ich auch nicht. Genau, ich traue mich auch nicht da durchfahren, aber nicht, weil ich Angst habe, umzukippen oder sonst wie. Mir ging es vielmehr um mein frisch geputztes Fahrrad. Ja, hier links, sagt Komoot. Jetzt geht's hier immer ein bisschen leicht stetig bergauf. Und ich will euch auch gleich mal sagen, wo wir dann da sind. Ja, wir sind ungefähr gestartet, nachdem wir vom Torhaus die schöne asphaltierte Strecke runtergefahren sind, am tiefsten Punkt nach etwa 700 Streckenmetern waren wir auf dem tiefsten Punkt von 228 Meter und hier an der Hefedurchfahrt, wo wir gerade waren, da sind wir dann ungefähr auf 299, also knapp 300 Meter. Also wir haben jetzt roundabout 80 Höhenmeter hinter uns und jetzt geht es nochmal ein bisschen zügig bergauf. Aber ich, wie gesagt, ich habe diesen Streckenverlauf so gewählt, dass es sich im Grunde genommen so ein bisschen anlehnt an die Steigungen von den alten Bahntrassen. Also maximal so 4-5%, gut, es kann auch mal 6% sein, aber ja, überwiegend höchstens maximal 4-5%, aber dann nur kurzzeitig in der Regel durchschnittsmäßig höchstens mal so, ja, 3%, 2-3%, das war so für mich das, was ich auf der Tour so anstreben wollte. Gut, wir sind jetzt hier sicher, denke ich mal, in etwa auch schon fast auf 330 Meter Höhe. Haben also nochmal 30 Meter hier hinzugewonnen. Das ist aber noch nicht unser höchster Punkt, das kommt noch. Denn gleich geht das erstmal wieder runter auf roundabout 300 Meter, wieder ein Stückchen runter. Ja, ihr seht ja, hier auf der Höhe könnt ihr euch mal ein bisschen umschauen nach links. Ja, was ich noch sagen wollte, der Wald hier, werdet ihr schon gemerkt haben, dass er streckenweise sehr licht ist. Also wer jetzt meint, die Tour hier durch den Arnsberger Wald, oh, das ist jetzt sehr schattig und kriege ich keine Sonne ab und tralala. Also man hat wohl auch teilweise aufgrund der Trockenheit im letzten Jahr, ihr werdet ja bestimmt schon bemerkt haben, dass sehr viele Baumstämme hier liegen oder lagen. Ja, hier jetzt auch schon wieder zu sehen. Also es ist sehr viel abgeholzt worden. Gut, natürlich könnt ihr hier am Wegrand sehen, ne? Nicht alles, was jetzt hier, wo man sich wünschen würde, dass der Weg ein bisschen schöner und schattiger ist. Gerade wenn man die Tour vielleicht im Hochsommer macht, wie hier jetzt so ein Baumbestand, der schön Schatten spendet, sind halt immer mal so Stücke dabei, manchmal auch längere Stücke. Also
diese Abholzungen sind jetzt nicht allesamt, ja gut, hier rechts jetzt, das könnte natürlich, hätte vielleicht jetzt auch ein bisschen mehr Schatten gespendet. Aber gut, wir haben gerade Glück, die Sonne ist jetzt gerade mal nicht so am Brötzeln auf unser Haupt. Ja, ich mag es ja gerne sonnig, aber nicht zu sonnig und vor allen Dingen nicht, wenn mir die Sonne auf die Glatze scheint. Ja, lass die jetzt vorbei. Ja, das mal so ein Beispiel, was ich... Folge dem Weg 70 Meter. Ja, das war mal so ein Beispiel für den Motorradlärm, den ich vorhin schon weiter vorher mal angekündigt habe. Kannst du schon, musst du fahren. Ist ganz links dran vorbei. Ja, und so Platz. Und hier eine größere Pfütze. Ich bin da links vorbei. Meine Frau ist da wohl ein bisschen, ja, Frauen halt, ne? Fahren da halt einfach mitten durch. Der Mann kann ja das Fahrrad wieder putzen. Gut. Auch das haben wir jetzt geschafft, aber da kommt noch eine größere Pfütze nachher. Kann ich euch jetzt schon sagen. So, ja, hier jetzt mal, ich nehme an, das sind rechts und links Fichten oder Tannen. Ich kann mir das nicht immer so ganz so gut merken. Und hier auch Laubbäume. Ja, das fände ich so vom Bestand bei vollem Sonnenschein sehr angenehm. Grad scheint wohl aber die Sonne mal wieder hinter einer Wolke verschwunden zu sein. Also an dem Tag, wo wir hier, wie gesagt, am 21.06. die Tour gemacht haben, an dem Sonntag, war das bessere Wetter eher vormittags. Weiter im Westen von NRW. Ja, das ist die größere Pfütze. Ja, ich bin jetzt hier in der Mitte durchgefahren. Das war noch am wenigsten Schmutz aufwirbelnd. Meine Frau ist dann über den Baumstamm gelaufen und hat das Fahrrad dann direkt neben dem Baumstamm befindlichen Teil der Pfütze geführt. Ja, komischerweise, ihr Fahrrad war dreckiger als meins. Meins war kaum schmutzig. Ja, man kann ja durch die Pfützen dann recht langsam fahren. Diese Mountainbiker und wie auch immer, die brettern da natürlich durch, ne? Das macht denen ja besonders Spaß. Meistens haben sie noch nicht mal ein Schutzblech, ne? Dann sind sie auf dem Rücken auch ordentlich mit Spritzern behaftet. Wahrscheinlich kommt das gut in den Kreisen an, ne? So nach dem Motto, je mehr Spritzer und je mehr Dreck man auf dem Hemd oder T-Shirts hat, desto höher ist das Ansehen für die in der Community. Ich weiß es nicht. Muss man nicht haben, jedenfalls nicht unser Ding. Ja. Nun gut. Jetzt muss ich mal gucken gerade, wo wir hier sind. Ja, jetzt habe ich es wieder. Ja, also dieser Teil hier ist jetzt ein bisschen mehr bewaldet. Also der Abschnitt, wie gesagt, davor war sehr offen. Aber wahrscheinlich, wie gesagt, nicht nur durch... Der Weg geht hier rechts lang. Ja, er nun mal wieder, ne? Muss ich auch mal wieder zu Wort melden. Ich, wie gesagt, ab und zu spiele ich euch schon mal so ein bisschen O-Ton ein. Wollte mir mal so angewöhnen, während der Tour mal vielleicht ein paar Takte dazu zu sagen. Ja, ihr seht, ne, komischerweise hier sind viel mehr Pfützen. Warum, wieso, weshalb, kann ich euch nicht sagen. Wahrscheinlich ist vielleicht an diesem Regentag hier mehr runtergekommen und in dem anderen Teil am Anfang wahrscheinlich weniger Niederschlag gewesen. Dafür ist es hier sehr viel schöner mit dem Baumbestand, spendet schön Schatten und war auch sehr angenehm hier herzuradeln. Ja, man fühlt sich da, wie gesagt, wenn an dem Tag waren es hier angeblich in der Gegend, sollten es so 22, 23 Grad sein. Für uns muss es nicht viel heißer sein, maximal 24, 25 Grad ist okay, zumindest dann im Schatten hier. Bei praller Sonne muss ich nicht gerne rumradeln, da habe ich auch keinen Bock drauf.
ehrlich gesagt, und auch nicht in Städte oder Kommunen oder Gemeinden und sich dann irgendwelche Museen oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten anschauen. Wie gesagt, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt, das mache ich mal irgendwann, wenn ich mit dem Rollator unterwegs bin. Dann lasse ich mich mit irgendwelchen Kaffeefahrten dahin schippern und dann gucke ich mir die tollen Sehenswürdigkeiten an. Ne? aber solange ich noch Radfahren kann, möchte ich viel Natur. Tja, hallo, liebe Fahrradkanalfreunde. Wie ihr hört, hören wir hier nichts. Nach knapp 15 Kilometern auf dem Radweg nach Warstein. Genau. Wollte ich euch mal einspielen, den O-Ton. 14 Kilometer, sage ich. ich habe extra geguckt auf den Tacho. Ja, damit ihr mal hört, wie schön ruhig das da ist. Und die Luft ist auch ganz toll. Es gibt auch sehr viele unterschiedliche Gerüche. Alles mögliche. Tannenduft, Blütenduft. Also, es ist schon ein tolles Erlebnis. Ich denke mal, durch den Arnsberger Wald bis nach Warnstein vom Torhaus. Jetzt muss ich gerade mal selber gucken. Also wir sind ja vor Warstein abgebogen. Also wir sind ja nicht mehr durch Warstein. Was ist das Schönes? Ach, der Knöterich, ne? Ja, genau. Ja, der ist schön. Ja, die zwei, beziehungsweise die junge Frau hat da den Wiesenknöterich wohl fotografiert. Ja, kennen wir alles. Viele Pflanzen kennen wir. Meine Frau kennt sich da gut aus. Ich frage da noch immer mal nach. Hier rechts gleich in der Wiese war auch eine Singdrossel unterwegs. Die habe ich so mit dem bloßen Auge jetzt nicht erkannt. Deswegen... Ja. Ach, habe ich das mit dem Fernglas gar nicht eingeblendet. Naja, gut. Wir haben uns das auf jeden Fall... Wir haben da mal angehalten und mit dem Fernglas geschaut und festgestellt, dass es einfach eine Singdrossel war. Ja, meine Frau geht ja, wie gesagt, mit den Hunden Gassi, auch hier in unserem Bergischen Land, in schönen Naturgegend, auch mit öfters bewaldeten Stücken hier. Es ist sehr gut, wir sind hier sehr gut bestückt hier mit Waldgebieten und ja, da kommt natürlich die Singdrossel auch vor. Bei uns im Garten ist sie leider weniger aufzusehen. Ja, was wollte ich noch sagen? Wie gesagt, wir sind vor Warstein eigentlich abgebogen. Und zwar bei ungefähr 19 Kilometer Strecke vom Torhaus aus gesehen. Und wir nähern uns jetzt hier so langsam den höchsten Tourenpunkt. Der ist nämlich so ungefähr, ja, ich würde mal sagen, so 4-5 Kilometer vor dem Zentrum von Warstein. Und der liegt so auf, jetzt muss ich gerade mal in Komoot gucken, bei 397 Meter. Das ist so in etwa hier an der Stelle. Und ja. Das ist so der höchste Punkt unserer Tour nach 17,8 Kilometer. Ja, ich habe euch hier mal ein Foto eingeblendet. Standort Odaka. Ja, keine Ahnung. Ist also hier, wie gesagt, kurz vor Warstein. Ja, da war noch so eine alte Scheune. Die hat man anscheinend stehen gelassen. Warum, wieso oder den näheren Grund kann ich euch jetzt nicht sagen. Jo, und ab jetzt geht's eigentlich mehr oder weniger mal ein kurzes Stückchen runter. Ach, ich muss noch mal schauen. Ich glaube, hier war noch nicht wirklich der höchste Punkt. Jetzt muss ich mal gerade schauen. Auf Komoot. Ah, ja. Okay, das ist jetzt Odaka gewesen. Das war jetzt nach 15,5 Kilometer und ist 371 Meter hoch.
Ja, es geht nämlich jetzt ein bisschen berg runter und dann geht es nochmal berg rauf. Und dann kommt der höchste Punkt. Das ist nämlich dann in so einem kleinen Waldgebiet. Ja, und der liegt jetzt eigentlich noch vor uns. Aber wie gesagt, das, ihr seht ja, ne, das geht alles hier relativ gemächlich und letztendlich haben wir ja diesen Höhenunterschied auf einer Länge von 17,6 Kilometer bewältigt. Wie gesagt, von daher habt ihr, Gott sei Dank, bis auf ein paar Hubbel einen relativ gleichmäßigen Höhenanstieg. Ja, also wie gesagt, der Odacker Weg oder was auch immer das für einen Knotenpunkt. Ah, hier sind noch Schwalben, guck mal. Genau, hier bei dem, bei der großen Scheune hier, wo die Tiere drin sind, gab es dann auch Schwalben. Habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Früher hatten wir hier bei uns, wo wir wohnen, auch Mauersegler. Schwalben sind ja nun mal mehr in ländlicheren Ecken, wo viele Fliegen und Mücken etc. sind. Mauersegler natürlich auch, aber ja, seit mindestens 3, 4, 5 Jahren haben wir hier noch nicht mal mehr Mauersegler, weil die sind, die brüten eigentlich auch ganz gerne an Hochhäusern oder hohen Häusern und sind ein bisschen gemächlich, nicht so anspruchsvoll wie Schwalben. Ja, das hier ist jetzt eigentlich das, was ich meinte, dieses kleine Wäldchen. Und das liegt jetzt gleich, kommt das noch? Das ist nämlich wirklich dann der Scheitelpunkt, der höchste Punkt unserer Strecke. Ab hier geht es dann auch nur noch bergab. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt hier schon war. Also so ganz genau kann man es jetzt nicht festmachen. Aber ich denke, ja, es geht jetzt noch ein Stückchen hoch. Das kann man immer schlecht im Video im Nachhinein einschätzen. Eigentlich hatte ich mal vor, mir mal so eine Wasserwaage auf dem Fahrrad zu machen, damit man mal gucken kann, geht es jetzt gerade bergauf oder bergunter. Übrigens, nach diesem Wäldchen, ja, hier links seht ihr mal wieder die vielen Holzstapeln. Also hier ist natürlich auch direkt, ja, hier müsste jetzt so der höchste Punkt gewesen sein. Genau. Also hier sind jetzt sicher rechts und links wirklich neben der Strecke sicher auch einige schöne schattenspendenden Bäume abgeholzt worden. Ja, jetzt, wie ihr seht, geht es wirklich bergab. Und da hinten am Horizont, da müsstet ihr eigentlich auch Ausläufer von Warstein sehen können. Also es geht jetzt eigentlich hier geradewegs Richtung Warstein drauf zu. Wir biegen dann aber unten im Tal links ab. Da ist auch irgendein Bächlein oder ich weiß nicht, fragt mich jetzt nicht, wie das Bächlein heißt. Wenn man da dann geradeaus fährt, kommt man nach Warstein Mitte rein. So, hier biegen wir links ab. Wenn ihr hier geradeaus fahrt, kommt ihr nach Warstein Mitte rein. Aber wir wollen ja nicht nach Warstein reinfahren. Wir wollen auch nicht die Brauerei Warstein. Obwohl es gibt ja die Warsteiner Welt. Und ich glaube, die haben auch so ein Besucherzentrum. Ich habe mich aber jetzt nicht wirklich schlau gemacht, ob man da jetzt schon. Oder ob man da jetzt überhaupt zu Corona-Zeiten rein kann und was trinken kann. Da kann man natürlich das Bier dann probieren. Und ich war da schon mal. Als ich auf einem Seminar in Meschede war, haben wir dann da mal einen Ausflug hingemacht und ist ganz toll. Ne? Also man kann da auch die Brauerei besichtigen, dann fährt man da mit so einem Zug durch, mit so Wagen, da passiert einem nichts, ne? Man läuft da auch nicht rum. Ist ja auch besser so, wegen Hygiene etc. Und das war allerdings alles weit vor Corona-Zeiten. Also ich denke mal, es ist so 4, 5 Jährchen her. Kann ich nur empfehlen, ist sehr schön. Und wie gesagt, anschließend oder vorher könnt ihr dann ins Warsteiner Zentrum. Von da aus starten ja auch immer die Heißluftballons. Das ist auch immer ein ganz tolles Spektakel. Mal schauen. Vielleicht schaffe ich es ja auch mal, mir das irgendwann mal live anzuschauen.
So, aber wie gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Downhill im Grunde genommen. Wir fahren jetzt hier berg runter. Das steilste Stück ging sogar teilweise 8 oder 9% hinunter. Eigentlich wollte ich die Tour andersrum fahren, wegen dem Wetter. Damit wir dann nachmittags, ihr seht ja, ne, es ist mal ein bisschen mehr bewölkt. Weil der Warsteiner Wald, Arnsberger Wald ja nun wirklich ein bisschen also offener ist. Und von daher weniger Schatten spendet. Und dann, weil zum Nachmittag an diesem Tourentag eigentlich angesagt war, dass es dann da doch mal ein bisschen mehr Wolken geben sollte. Ja, wie ihr seht, wir sind jetzt auch schon unten angekommen. Zumindest kommt man dann auf einer Höhe raus in Warstein, da unten, wo die Bahnstrecke auch wieder hergeht, auf so roundabout 287 Meter. Also von knapp 400 Meter ging es dann runter. So ungefähr 110 Meter auf diesem Stück von ungefähr 3-4 Kilometern. Ja, hier mal der O-Ton von der lauten Hauptverkehrsstraße, Landstraße, was auch immer, oder Bundesstraße. Bei nächster Möglichkeit links, danach geradeaus auf zum Puddelhammer. Ja, hier müssen wir dann jetzt links auf die Lecker Landstraße. Ein kurzes Stück hier dieser Landstraße langfahren. Der Fahrradweg ist, wie gesagt, in Komoot wie auch in Google Maps entsprechend ausgewählt. Ja, die zwei kennen das hier. Ja, leider habe ich gedacht. Jetzt geradeaus auf zum Puddelhammer. Auf zum Puddelhammer. Ja, ich fand den Namen so lustig. Ja, bin ich da eigentlich auf den schmalen Bürgersteig geradelt, weil irgendwie war für mich nicht so direkt ersichtlich, wie da die Wegführung ist für Radfahrer. Aber gab es wohl anscheinend gar nichts für Radfahrer. Das war wohl eher dann da der Randstreifen für die Busse. Ja, jetzt geht es hier wirklich angenehm durch sehr gut baumbestanden und sehr schön schattenspendende Strecke von ja, nördlich vom Zentrum von Warstein eigentlich immer schön runter. Ja, ich muss mal gerade gucken. Da sind jetzt ja, so bis Belleke von hier aus so knapp 4-5 Kilometer. Gott sei Dank nicht an der blöden Straße da unten lang. Wie ihr seht, der Weg ist sehr schön, fast wie eine Bahntrasse. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, irgendwo war ein Gesperrtschild, Durchfahrt verboten, nur für Anlieger oder irgendwas, tralala. Also, wie ihr seht, ne, haben wir hier null Pkw-Verkehr. Ja, ich glaube, irgendwann kommt tatsächlich doch mal eins. Da habe ich dann noch zu meiner Frau gesagt, war da nicht vorhin ein Schild, Durchfahrt verboten. Ja, hier wieder haufenweise Holzstapel. Ja, sehr schade, ne, dass eben der Wald darunter leidet. Aber so ist das halt, ne, mit dem Nutzwald. Wenn man damit Geld verdienen will, die meisten Flächen sind ja nun mal gepachtet von irgendwelchen Waldbauern. Ja, und die wollen natürlich diese schnell wachsenden Fichten und Tannen und diese Streichhölzer, um, ja, was heißt schnell wachsen, ne? Auch die brauchen 20, 30, 40 Jahre, bis man da einen Nutzen von hat. Das ist manchmal so eine Generationsgeschichte von den Waldbauern, ne? Und die haben natürlich dann auch echt Einbußen. So, wir erreichen jetzt hier die ersten Ausläufer von dem Örtchen Belleke, wo wir dann auch unser erstes leckeres Eis als Etappen-Zwischenziel uns gönnen wollen. Ja,
wie gesagt, das war jetzt mehr oder weniger ab dieser Wasserdurchfahrt bis hierhin nach Belleke für uns alles Neuland. Den Rest der Tour, die Strecken davor vom Tor aus bis zu dem Wasserloch, bis zu dieser Wasserdurchfahrt, wie auch von hier gleich von Belleke später nach dem Eisessen auf der Bahntrasse bis zum Möhnesee sind wir schon geradelt. Das ist übrigens die Bahntrasse der Pengel-Anton. Die geht von hier bis nach Soest übrigens. Und da fährt auch ein Fahrrad. Ja, ich habe hier auch mal so ein bisschen noch Hintergrund gelassen im Ton, im O-Ton, auch wenn es Zeitraffer ist. Ja, ihr hört und seht doch öfters Motorräder. Also, ich finde Motorräder schön, aber ich weiß nicht, ob die alle immer so laut sein müssen. Ne? Ja, hier ist übrigens auch noch eine schöne Mühle. Die haben wir schon mal schöner gesehen oder besser. Ja, dieses Rappelgeräusch, das ist übrigens von meinem Gimbal irgendwie. Hier geht's zum Eis. Genau, hier geht's. Zur Eisdiele. Willst du Eis? Genau. Ja, das ist die Stütingsmühle. Sägen mit Wasserkraft. Ja, ihr habt gesehen, da tut sich was. Da ist man am Bauen und am Machen. Vielleicht wird das auch so ein bisschen als touristisches Sehenswürdigkeit ausgebaut und zugänglich gemacht. Ja, hier rechts, ne, wie gesagt, ist die Eisdiele. Ich musste hier jetzt noch meinen Fahrradgimbal reparieren. Haben wir alles gemacht. Wir sind fertig mit Eisschlecken und den Gimbal. Die Halterung musste ich mal wieder, das ist ja eine Eigenkonstruktion, musste ich wieder festziehen, festschrauben. Das ist natürlich beim Fahrradfahren alles immer eine sehr rüttelige Angelegenheit und da lösen sich dann schon mal Schrauben etc. Ja gut, ich weiß, ich bin natürlich Metall vom Fach ausgebildet und ich kenne das Problem. Es gibt natürlich Schraubensicherungen, aber das Problem ist auch wieder, die hinterher lose zu kriegen, wenn man mal was machen will. Also man da folge dem Weg 5,3 Kilometer. Ja, ich habe euch mal wieder Komoot eingespielt. Folge dem Weg 5,3 Kilometer. Heißt aber nicht, dass wir nur noch 5,3 Kilometer vor uns haben. Ja, und wie gesagt, meistens stellt man das immer alles erst wieder auf eine Tour fest. Weil wenn man sich erstmal um die wichtigen Dinge am Fahrrad kümmern muss, ne, technische Pflege etc. pp. Putzen, reinigen, Reifen kontrollieren, weil ich habe immer keine Lust auf Natur hinterher liegen bleiben zu müssen, weil man fährt schnell mal irgendwie durch eine Kante am Bordstein oder es gibt ja auch fürchterliche Schlaglöcher, ne, an Straßen, die man, weil man gerade in Gedanken ist, mal übersehen hat. Und dann fährt man sich da eine Delle in den Mantel rein. Und das führt dann zu sogenannten Geweberissen im Fahrradmantel. Also ich empfehle euch immer mal zu schauen. Man kann das sehen dann anhand von leichten Ausbeulungen. Und die reißen dann auch irgendwann auf, ne, wenn die gleiche Stelle mal wieder extrem belastet wird. Oder eben der Reifen, der Mantel älter wird. Also ich wechsle sowas einfach bei Zeiten aus, kostet ja nicht die Welt und man kann dann doch auf jeden Fall ungestört und in aller Ruhe seine Touren radeln, ohne dann da, weil mit den Pedelecs, gut, vorne ist das nicht so das Problem, aber mit unserer elektronischen Novinci-Schaltung, ne, das ist so eine Art Planetengetriebe. Da ist das schon ein bisschen aufwendiger, das Rad hinten rauszubekommen. Da muss man dann vorne die Kette abmachen, weil wir haben ja keinen Kettenspanner. Das ist wie eine Nabenschaltung im Grunde genommen, aber eine stufenlose. Eigentlich hat man da eine, wenn man das jetzt mal mit einer aufwendigen Kettenschaltung vergleichen würde, hätte man da im Grunde genommen, weiß ich, 100 Gänge.
wenn man so will, von ganz groß bis ganz klein und das eben total stufenlos. Ne? Das ist eine ganz tolle Geschichte mit der Novinci-Schaltung. Ja, das ist die Novinci 360. Ich finde die ganz toll, wenn sie funktioniert. Am Anfang hatten wir ein paar Probleme, aber auch das haben wir überstanden und im Griff bekommen. So, und wie gesagt, hier sind wir jetzt auf dem seit Belleke auf der Bahntrasse unterwegs. Ja, ich weiß nicht, was besser ist, die Strecke andersrum zu radeln. Kommt drauf an, wie das Wetter ist. Ne? Das müsst ihr euch selbst überlegen. Jo, wir haben, wie gesagt, knapp 48 Kilometer mit dieser Strecke gemacht. Oder diese Tour, so wie ich sie hier geplant habe und ihr euch die auch in Komoot anschauen könnt. Oder genauso radeln könnt. Ob jetzt so rum oder andersrum, bleibt ja jedem selbst überlassen. Ich finde die sogar durchaus auch kindertauglich. Nicht unbedingt jetzt mit Kleinkindern. Aber wer vielleicht Kinder hat, die auch gerne mal mit den Eltern eine Fahrradtour machen wollen, vor allen Dingen zu Corona-Zeiten, dürfte das so ab 12, 13, 14-Jährige durchaus machbar sein. Ne? Ja, wobei natürlich ohne E-Antrieb oder ohne E-Unterstützung ist es schon eine ganz schöne Tour. Aber die Kinder sind ja jünger, die sind nicht ausgepowert. So, jetzt kommt übrigens ein schöner Bahnhof, ein ehemaliger. Schaut es euch mal an. Ich habe es, glaube ich, jetzt in langsam gestellt. Ja, hier links noch zwei Zug-Einzelwaggons mit Postwagen. Genau. Und in dem ehemaligen Bahnhof ist ein sehr schönes Ausflugslokalität, wo man sich dann mal ein schönes kühles Bierchen die Kehle runterlaufen lassen kann. Hier links noch ein schöner Treibradsatz, beziehungsweise ein Treibradteil. Ja, und jetzt geht's weiter. Ja, hier an der Stelle könnt ihr rechts abbiegen und dann könnt ihr euch einen Klosterbau anschauen. Das ist nämlich, wie gesagt, der Bahnhof war sichtig vor. Ganz komischer Name als Bahnhof, hört sich irgendwie holländisch an, beziehungsweise niederländisch. Sichtig vor. Ja, und da gibt es auch die entsprechende Schmiede, sichtig vor, wenn ihr da an dem Bahnübergang rechts abbiegt. Und ja, und dann gibt es da wohl auch ein entsprechendes kleines Kloster. Ja, genau. Kloster Mülheim sichtig vor, so heißt das. Könnt ihr euch sicher anschauen, ob es sich lohnt. Das ist hier direkt an der Straße, an der Hauptstraße, ob das jetzt so sehenswert ist. Gut, ich weiß es nicht. Ich habe es auch erst jetzt entdeckt. Ich glaube, wenn ich die Tour nochmal radel, werde ich es mir mal anschauen. Ist ja nun wirklich jetzt nicht so weit abseits von der ursprünglichen Strecke. Ihr wisst ja, ich bin nicht Fan von Sehenswürdigkeiten in 4-5 Kilometer Entfernung anzuschauen. Das überlasse ich dem WDR. Fernsehen, die mit ihren wunderschönen Touren sich dann da Glockengießereien anschauen in 5 oder 8 oder 10 Kilometer Entfernung und dafür kraxeln die dann da steile Berge hoch mit dem Fahrrad. Das ist nicht mein Ding. Und wenn man das mit der Family macht, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Vor allen Dingen, das war, wie gesagt, mal so eine Fahrradtour, die ich mir angeguckt habe auf diesem Fennbahnradweg. Irgendwo war dann da so eine Glockengießerei, die sich da die Tamina Kallert angeschaut hat. Ja, wie gesagt, wer dann da Spaß hat und vielleicht da einen Termin vereinbaren kann, weil ich denke mal, man kann da nicht so aufs Geradewohl einfach hinkommen. Gut, es gibt natürlich viele Museen oder andere Dinge, die man sich anschauen kann. Müsst ihr euch selbst schlau machen. Wie ich schon so oft sagte, für uns ist der Weg das Ziel und von daher, wir erfreuen uns an der vielen grünen Natur, der guten Luft und das reicht uns.
Gut, wenn dann natürlich da direkt auf der Strecke mal irgendwie was sein sollte, was auch wirklich schön ist, dann ist das okay, dann nehmen wir das natürlich auch gerne mit. Aber wie gesagt, da zig Kilometer extra abseits irgendwo, also das müssen wir nicht haben. Übrigens verläuft diese Bahntrasse hier parallel zu dem Bächlein oder Flüsslein, die Möhne. Die dann natürlich in dem gleichnamigen Stausee mündet. Ja, ihr seht, hier ist denn auch schon einiges los und es ist auch ein bisschen mehr Betrieb. Das hat man natürlich im Arnsberger Wald so nicht. Dafür hat man hier mehr Baumbestand, mehr schöne schattiger Strecken. Achso, ich wollte euch ja noch erzählen. Man kann das natürlich hier ganz toll auch ganz easy going machen. Und zwar, indem man die Strecke in zum Beispiel Soest startet am Bahnhof. Von dort fährt nämlich ein Fahrradbus. Übrigens fährt der jetzt auch wieder. Erst seit einigen Wochen. Eigentlich hatte ich die Tour auch mal mit dem Fahrradbus heute vorgehabt. Aber meine Frau hatte dann damit keine Lust. Wegen Corona etc. war uns das jetzt auch nicht so ganz geheuer. Aber wenn man da wirklich mal easy going machen will, auch mit der Family und vielleicht ein bisschen kleinere Kinder hat, dann kann man das ganz toll machen. Zum Beispiel in Soest, wie gesagt, am Bahnhof in den Fahrradbus einsteigen und sich dann bis Belleke schippern oder bis Warstein. Das kommt natürlich ganz drauf an, wie viele Kilometer man schafft. Also wenn man vom Warstein die Tour zurück bis nach Soest radelt, sind so ungefähr 35, 36 Kilometer. Vom Belleke, wie gesagt, ist dann ein Ticken weniger, ungefähr auch about 30 Kilometer. Das Schöne ist, dass, wie gesagt, ab der Möhnetalsperre der Bus hier eigentlich immer parallel hier durch das Möhnetal fährt. Also man kann jederzeit gucken, wo man aussteigen möchte und die Tour starten möchte. Oder die Leute, die von weiter östlich her kommen, können natürlich auch in umgekehrter Richtung mit dem Fahrradbus von Soest aus die Tour starten. Auf jeden Fall muss man über den Haarstrang, also da muss man schon noch ein paar Höhenmeter überwinden, aber das geht ja wirklich ganz leicht. So, jetzt sind wir hier an unserem Kaffeeziel angekommen, wo wir lecker Kaffee trinken wollten. Das an dieser Kreuzung umkehren auf Sauerlandstraße L856. Ja, das ist wie gesagt der Landgasthof und Restaurant und Café Loaxhof. Ihr seht hier sehr schön hinten raus, ganz tolles Ambiente. Ja, scheint wohl noch so ein alter Gestütshof zu sein. Also da, wo die jetzt hier die Rundbögen zu sehen sind, da sind überall Pferde drin. Ganz toll. Ganz, ganz schöner Innenhof. Hat uns sehr gut gefallen. Wir waren da schon mal und haben da Kaffee getrunken. Allerdings vorne, aber vorne an der Landstraße waren jetzt nur zwei Tische und... ja, ist auch ein bisschen laut. Hört ihr ja im Hintergrund, wenn Autos vorbeikommen. Das stört so ein bisschen die Idylle und die Ruhe. Ja. So, hier geht es jetzt wieder auf den Fahrradweg. Also wie gesagt, das ist wirklich um die Ecke vom Fahrradweg. So, ich fahre jetzt los, ne? Genau. So, jetzt geht's weiter. Also hier geht, wie gesagt, von Belleke die Bahntrasse eigentlich immer bergab. Also man muss wirklich nicht bergauf fahren. Wenn man, wie gesagt, allerdings die Bahntrasse weiterfahren möchte vom Möhnesee aus, dann Richtung Soest, dann muss man den Berg allerdings berghoch fahren. Aber ihr wisst ja, Bahntrassen haben nie sehr steile Steigungen. Da dreht sich so meistens so um 3, 4, maximal 5%. Weil die sind alle, diese Bahntrassen, die hier stillgelegt worden sind, sind ja alles Nebenbahnen oder Güterstrecken. Ja, und die sind schon sehr alt und ganz früher waren die Lokomotiven nicht so leistungsstark und deswegen hat man sich immer daran dran gehalten beim Bau dieser Strecken, dass man sehr geringe
Steigung hatte. Ja, hier musste ich nochmal wieder irgendwas checken. Was es jetzt war, weiß ich auch nicht mehr. Ja, weiter geht's. Jetzt, wie gesagt, immer Richtung Westen, der Nachmittag Sonne entgegen, im Grunde genommen. Ja, jetzt sind wir hier auch, glaube ich, schon so ein bisschen am... ja, hier gibt es einige schöne renaturisierte Stellen von dem Bächlein, Flüsslein, Möhnesee. Ja, und... ja, wie gesagt, sehr schöne Strecke, kann ich euch wärmstens empfehlen. Wenn ihr natürlich die Strecke dann vom Haarstrang aus fahrt, also vom Möhnesee hoch über den Kamm, da wird es wohl ein bisschen lichter sein mit den Bäumen. Wir sind hier schon mal vor einigen Jahren einen Teilabschnitt geradelt, die Strecke. Aber das ist trotzdem auch bei Sonne noch ganz gut. Es sind immer mal Bäume und spenden Schatten. Das ist schon mal nicht ganz schlecht. Ja, ich habe übrigens noch vor, hier den Möhnehof Seemarmeer anzugucken. Falls man doch mal noch mal woanders Kaffee trinken möchte oder kann oder muss. Deswegen biegen wir jetzt hier mal kurz ab. Ist aber kein Beinbruch. Wir fahren dann hier auf einer Nebenstrecke nachher weiter. Ihr seht, das ist jetzt auch nicht so weit weg bis zu diesem Möhnehof Sämer. Ist als Restaurant und Café ausgewiesen. Ich wollte es mir einfach mal anschauen, damit man immer mal irgendwie auch Plan B, alle netten Ausflugsrestaurants, die es so gibt. Ihr seht, hier sind auch einige Fahrräder. Ich gehe mal kurz hier Richtung Terrasse. Ich wollte eigentlich noch ein Foto machen für euch. Aber da war gerade eine ältere Dame und ja, ich möchte nicht immer Leute fotografieren, wenn sie dann gerade sehen, dass ich fotografiere. Viele haben ja immer schon Angst, dass sie dann im Netz kommen. Ihr habt ja vorhin gesehen auf dem Loxhof, da die Fotos, die ich gemacht habe, da habe ich auch die Gesichter entsprechend verpixelt, unkenntlich gemacht und... Gut, hier beim Fahrradvideo geht das nicht, beziehungsweise das wäre mir viel zu viel Arbeit, hier die ganzen Videos, die ganzen Videos ist auch richtig, ist auch nicht verkehrt ausgedrückt, die Gesichter hier alle zu verpixeln. Deswegen ist es auch ein Stück weit auch ganz gut, dass es Zeitraffer ist, dass man, und so gut ist ja jetzt die Auflösung auch nicht wirklich, ne, dass man... da jetzt irgendwelche Leute identifizieren kann. Gut, wie gesagt, wir fahren jetzt hier auf einem Nebenweg, eigentlich direkt neben dem Bächlein, Flüsslein, Möhne, während die Bahntrasse eigentlich ein bisschen weiter, also hier von uns rechts, abseits weitergeht. Aber ihr seht ja diese Nebenstrecke hier direkt neben dem Bach Möhne ist auch sehr schön. Ist jetzt auch nicht so sonnig etc. pp. Dass man da jetzt einen schlechteren Tausch gemacht hätte, ne, als Alternativstrecke. Ja, gut, der Weg ist vielleicht ein Ticken schmaler, aber wir sind jetzt hier auch schon an der Kanzelbrücke. Die lohnt sich auch mal hier von hier aus anzuschauen. Ist eine echte Steinbrücke, eine alte, und die ist auch sehr schön. Schade, dass ich nicht mehr daran gedacht habe, aber könnt ihr euch auch im Internet anschauen. Da gibt es bei Google Maps natürlich auch einige Bilder anzusehen. Ja, was noch kurz zu erwähnen wäre, hier sind wir jetzt übrigens schon wirklich am Möhnesee. Geht jetzt hier immer am Ufer entlang. Was ich noch sagen wollte, ja, ich habe keine Begleitmusik. Ich werde auch, glaube ich, keine reinmachen. Ihr wisst ja, da muss ich immer rumsuchen, bis ich da eine geeignete Musik habe, die GEMA-frei ist. Ne? Die Leutchen machen sich ja da immer ins Hemd wegen ihrer Musik
und Künstler und tralala, anstatt zu froh sind, dass die Leute die Musik für irgendwas nutzen. Aber man will ja damit immer direkt Kohle machen. Naja, gut, weiß auch nicht, vielleicht wäre ich da, wenn es mein eigenes künstlerisches Gut wäre, vielleicht wäre ich da ähnlich gestrickt, weiß ich nicht. Auf jeden Fall möchte ich da weitestgehend drauf verzichten. Ich habe euch ja auch immer ein bisschen was zur Tour zu erzählen. Ja, dieses Gerappel ist übrigens mein Gimbal, wie gesagt, der ist noch nicht so ganz hundertprozentig eingestellt. Mein ursprünglicher Gimbal, ich habe den gleichen, Gott sei Dank, mir zweimal gekauft. Später allerdings erst den zweiten, weil ich immer gedacht habe, gut, wenn der erste mal kaputt geht, dann hast du wenigstens einen in Reserve. Meistens passiert das ja dann immer genau dann, wenn man die Dinger braucht, nämlich in der, für mich ist ja mal Fahrradsaison, ab Frühjahr bis Herbst. Ja, und so ist es jetzt halt auch geschehen. Wie gesagt, mein erster Gimbal, der ist jetzt eingeschickt und ich denke mal, wahrscheinlich geht das Ding nach China und das dauert jetzt. Zum Glück habe ich den zweiten, aber wie gesagt, der fängt immer schon mal so zwischendurch an zu vibrieren und das hört sich dann an, ganz fürchterlich an. Da muss ich noch mal ein bisschen nachstellen, feinjustieren. Da gibt es ja diese Kontergewichte und ich kann mich nur noch schwach dran erinnern. Ja, ihr seht, ne, das ist jetzt auch noch ein sehr schöner, ruhiger Uferradweg, obwohl jetzt hier auch schon ein bisschen Befahrung erlaubt ist. Vorhin am Anfang von der Kanzelbrücke aus ist er eigentlich für die Durchfahrt gesperrt. Aber dann kommen hier natürlich auch so einige Wohnhäuser oder was auch immer das für Anwohner oder Sport oder tralala. So, und jetzt kommen wir hier auf die Landstraße. Dann ist natürlich direkt wieder mehr. Ja, da ist mehr. Es ist ein bisschen Verkehr drauf. So, und jetzt kommen wir hier auf die richtige Hauptlandstraße. Da habe ich das Video jetzt auch nochmal viel, viel schneller gestellt, weil so schön und so toll ist der wirklich nicht. Zum Glück ist wenigstens hier ein separater Radweg, allerdings muss man sich den mit den Fußgängern teilen. Und ihr seht schon, es ist auch deutlich mehr Betrieb. Hier sind natürlich die ganzen Paddelvereine, Tauchervereine, Jugendherbergen etc. pp. Alle möchten natürlich ihren Spaß haben, soll ja auch so sein. Aber das ist natürlich für Radfahrer, man muss sehr viel aufpassen, muss immer viel gucken. Und ja, wenn man das natürlich unter der Woche machen kann, vielleicht können wir das demnächst ja in ein, zwei Jährchen so tun. Meine Frau, ja, hier war jetzt auch noch ein Strandbad, ne, dann ist da noch mehr Betrieb. Dann laufen die Leute einem vors Fahrrad hin und her etc. pp. Naja, wie gesagt, jeder möchte seinen Spaß haben. Soll ja auch so sein, aber die Motorräder nerven. Ja, wir biegen jetzt hier auf die gerade Richtung altes Torhaus wieder ab, wo wir geparkt haben. Ich möchte die Zeit nutzen und mich schon mal langsam verabschieden von euch. Wünsche euch wie immer viel Spaß beim Nachradeln. Ja, und hoffe, dass euch diese Tour wirklich gut gefällt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.